Ja, ich darf mich auch bedanken für die Einladung, auch das Vertrauen darin, diese Ergebnisse einigermaßen, ich sag mal, vernünftig einordnen und kommentieren zu können. Die Ergebnisse machen es ja nicht so ganz einfach an vielen Stellen, das richtig einzuordnen und vielleicht auch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Im Prinzip kann ich nahtlos an die Diskussionen jetzt hier in diesem Kreis anknüpfen, die wir ja in den letzten 48 Stunden fast, nein, nicht ganz 36 schon, natürlich bei uns auch in unserer Redaktion und in anderen Redaktionen dieses Landes sehr intensiv führen, weil es gibt ja doch ein paar Ergebnisse, über die man noch mal intensiver etwas nachdenken müssen. Ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, Sie mit den vielen Details der Ergebnisse nochmal zu konfrontieren. Ich denke, die sind im Kreis der Interessierten durchaus ja bekannt und müssen nicht nochmal alle im Einzelnen referiert werden. Vielleicht ein paar Grundtendenzen, aber wir haben hier nochmal die Europawahl, die Ergebnisse im Prinzip auf der Seite Gewinne und Verluste ist eigentlich aussagekräftig dargestellt. Was an Bewegung auch bei uns im Land da zu verzeichnen ist. Insgesamt die Einordnung der Europawahlen, dazu vielleicht eigentlich nur eine Zahl. Es war keine europäische Wahl. 55% derer, die die Stimme abgegeben haben, haben selbst gesagt, es ist für mich eine Denkzettelwahl, eine nationale Denkzettelwahl gegenüber der derzeitigen amtierenden Ampelregierung und der Bundespolitik insgesamt. Also keine europäische Wahl. Das kann man jede Wahl neu bedauern, aber man muss es halt zur Kenntnis nehmen. So ist es. Und der Wahlkampf war ja auch im Prinzip von allen weitgehend genau darauf ausgerichtet. Das erklärt dann entsprechend natürlich vieles. Inwiefern es europäische Aussagen sind, kann man dann in Frage stellen. Das Wahlergebnis im Saarland ist jetzt nicht so extrem unterschiedlich von dem, was die Bundesergebnisse gezeigt haben. CDU und SPD, also die CDU, wir sehen es liegen bei dem, was die Union noch bundesweit hat. Die SPD im Saarland deutlich über dem, was die SPD im Bund erreicht hat, mit den nicht mal 14%, 13,9 waren es, glaube ich, am Schluss. Auch bei uns natürlich die AfD-Ergebnisse und die neu aufgetretene Sahra-Wagenknecht-Partei, BSW. Ja, man kann es zunächst mal einfach so stehen lassen. Vielleicht auch für den Hinterkopf, wir haben vor ein paar Wochen ja noch mal zur Kenntnis nehmen müssen, eine Untersuchung mit der Fragestellung, sind eigentlich wir Saarländer, Saarländerinnen als Grenzvolk besonders europafreundlich? Die Studie hat gesagt, so viel Unterschied zum Rest der Republik gibt es im Saarland nicht. Und so ein bisschen bildet sich das dann auch schon in diesen Ergebnissen ab. Das vielleicht nur ganz grob zu den Ergebnissen der Europawahl. Was die Einordnung der saarländischen Kommunalwahlergebnisse angeht, ist es schon ein bisschen schwieriger einzuordnen. Vor allen Dingen, ich denke, die Ergebnisse fordern, dass wir uns auf zwei Ebenen Gedanken machen. Erstens mal der politischen, auch der parteipolitischen Ebene. Warum diese Ergebnisse und vor allen Dingen, was heißt es jetzt für die politische Zukunft des Landes, für die Zukunft der einzelnen Parteien? Weil dieser Wahlkampf ja auch explizit schon geführt worden ist, als sozusagen die Zwischenbilanz mit Auftakt in die zweite Hälfte und damit die Voraussetzungen zu schaffen für die nächste Landtagswahl, beziehungsweise den Landtagswahlkampf. Das andere ist eher die Fragestellung, was ist eigentlich los bei uns im Land, in unserer Gesellschaft, dass solche Ergebnisse eben zutage treten, wie wir sie zur Kenntnis haben nehmen müssen. Bei der Einordnung, was die Parteien angeht, haben wir gestern im Rahmen der Landespressekonferenz alle Parteivorsitzenden eingeladen, um das mit ihnen zu besprechen. Erstes Ergebnis, es fällt sehr unterschiedlich aus, wie es die Parteien selbst beurteilen.
Das liegt unter anderem daran, dass die Parteien selbstverständlich auch unterschiedliche Maßstäbe wählen, um ihr Ergebnis dann zu kommentieren. Die Frage ist nämlich, wie wir die Kommunalergebnisse werten im Vergleich zu dem vor 5 Jahren, dem Ergebnis, wobei CDU, SPD de facto dasselbe Niveau erreicht haben wie vor 5 Jahren. Alle Parteien sagen von sich selber, der Vergleich ist eigentlich nicht ganz zulässig. Dafür ist zu viel in der Zwischenzeit passiert. Wir haben eben die Bundestagswahl gehabt mit den Ergebnissen im Saarland, dem schon dort Absturz der CDU, bestätigt dann durch die Landtagswahl. Also eigentlich müsste man Bezug nehmen, um das einzuordnen, zu den Ergebnissen von vor gut 2 Jahren bei der Landtagswahl. Auch da kann man natürlich ein Fragezeichen machen, ob das der richtige Referenzpunkt ist, weil die Entwicklungen inzwischen doch extrem dynamisch sich vollziehen. Das heißt, die Frage, womit vergleicht man es eigentlich, ist zunehmend schwieriger geworden. Vielleicht kann man trotzdem mal grob festhalten, wir haben im Saarland aus unserer Sicht sozusagen eine Zweiteilung zu beobachten. Wir haben im Bereich der Anführungszeichen etablierten Parteien festzustellen, wir sind noch ein Land, in dem es zwei große Volksparteien gibt. CDU und SPD mit 35 bzw. 30% im Landesdurchschnitt bei den Kreistags- und Gemeinderatswahlen macht zusammen 2/3 der saarländischen Wählerinnen und Wähler finden sich nach wie vor bei den Volksparteien und das vergleichsweise stabil. Das spricht eigentlich, wie gesagt, für eine stabile politische Landschaft. Das unterstreicht auch ein bisschen die Entwicklung bei den anderen Parteien. Grüne mit den enormen Verlusten, das war jetzt nicht so überraschend. Vielleicht eher überraschend bei den Grünen, wenn man sieht, wie die Verluste und das Ergebnis nachher der Fall sind. Im Landesschnitt bei Gemeinderatswahlen und Kreistagswahlen zwischen 6,5 bzw. 7,1% im Landesdurchschnitt. Heißt also trotz Verlusten, dass die Grünen sich doch nochmal als politische Kraft hier im Saarland zumindest angemeldet haben mit dem Ergebnis. Die Partei selber ist bekanntermaßen noch völlig im Umbruch, hat die desaströsen Zeiten noch nicht ganz hinter sich gelassen, aber offensichtlich in der Entwicklung der Stabilisierung und sich nochmal zurückzumelden. Bei der FDP, wie gesagt, das bekannte Bild eigentlich. Es gibt die Ecken, in denen die Liberalen de facto gar nicht vorkommen. Und es gibt andere Ergebnisse, die aus Sicht der Liberalen dann erfreuliche Entwicklungen zeigen. Ich will jetzt nicht auf Kreisau-Bauch abheben. Mit der einzigen exorbitanten Hochburg, wenn das Ergebnis für die Liberalen überall so wäre. Gut. Nein, aber beispielsweise die Entwicklung auch Zoppiger Stadtrat mit dem Zugewinn von Mandaten zeigt, auch die Liberalen versuchen sich dort, wo sie personell dazu in der Lage sind, auch nochmal, ich sag mal, mit Ambitionen zurückzumelden. Entwicklung der Linken ist eigentlich bekannt und wenig überraschend. Und dann kommen wir eigentlich mit der Überleitung zu den Dingen, die so die andere Seite dieser Entwicklung zeigt. Wir haben bisher bei dem, was ich ausgeführt habe, sozusagen das Saarland ein bisschen abgebildet, das wir aus der Vergangenheit kennen. Und wir haben auf der anderen Seite ein Saarland, das sich jetzt völlig neu darstellt. Die Ergebnisse der AfD, landesweiter Durchschnitt 9%, das täuscht ein bisschen, weil erstens diese Partei ist nur in einem Teil der Gemeinden angetreten. Ausgerechnet im Ballungsraum Saarbrücken waren ja keine Listen zugelassen. Sie kennen die Vorgeschichte, die dazu geführt hat.
dass, wenn man dann auf die Ergebnisse guckt, durchs Land, wo die Partei angetreten ist, waren alle Ergebnisse im zweistelligen Bereich, meist 15% plus minus, mit dem exorbitanten Ausreißer Neunkirchen, mit den 22%, die dort erzielt worden sind. Und das parallel zu einer Entwicklung, wo die neue BSW sicher auch deutlich auf Anhieb bemerkbar gemacht hat. Eigentlich wenig überraschend, auch nach den Vorgeschichten der letzten Wochen und Monate. Ja, die Frage ist also, was heißt das für unser Land? Was heißt diese Neuverteilung auch für das, was sich in unserem Land, in unserer Gesellschaft eigentlich abspielt? Das ist für mich das große Fragezeichen. Fragezeichen auch aus Sicht für die Parteien zu lösen. Ich wage mal die These, wir haben nach wie vor nicht die richtigen Antworten auf die AfD und die Entwicklung, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund, wir messen die AfD eigentlich immer noch mit Kategorien und versuchen, Umgangsformen zu entwickeln, auf der Basis der uns bekannten Politik. Das heißt, wir tun so, als sei es eine ganz normale Partei, mit der man, wie es so schön heißt, in die Auseinandersetzung gehen muss, die man stellen muss, wo man aufklären muss und damit eben den politischen Diskurs führen kann. Wenn man aber sieht, diese Partei im Saarland ist gewählt worden, ohne dass sie in den letzten Jahren irgendwo eine politische Gestaltungsambition auch nur hätte erkennen lassen, was offensichtlich überhaupt auch gar nicht deren Anliegen ist. Die Partei hat ein Bild abgegeben, wo andere Parteien längst ins außerparlamentarische Nirvana abgestraft worden wären. Das Gegenteil ist dort passiert. Also, wir müssen andere Formen finden, mit diesen Entwicklungen umzugehen. Und diese Formen sind, zweite These, eben nicht nur politischer Natur, sondern es ist eine gesellschaftliche Herausforderung bei dem, was dort passiert. Wenn ich Veranstaltungen der AfD besucht habe, was ich mir tatsächlich regelmäßig antue, und was ich mir zusätzlich noch antue, ist zu versuchen, am Rande mit Besuchern dieser Veranstaltung ins Gespräch zu kommen, soweit man das Gespräch dann nennen kann, stelle ich fest, das ist eine Haltung, die sich mit uns bekannten Methoden kaum erklären lässt. Ich will ein Beispiel nennen. Ich war bei einer Veranstaltung, wo eine Dame erklärt hat, mittleren Alters, ihre Vorgeschichte. Sie hat bei Corona ihr kleines Geschäft verloren, hat sich dann ehrenamtlich engagiert, unter anderem bei der Tafel, unter anderem sogar ein bisschen in der Flüchtlingshilfe der Caritas und ist jetzt ganz begeistert zur AfD gekommen. Die ja bekanntermaßen 2 Minuten vorher von der Bühne die bekannten AfD-Positionen in der Migrationsfrage unmissverständlich deutlich gemacht haben. Ich habe sie gefragt, was machst du eigentlich hier? So, und an der Stelle kam dann die Antwort, naja, ich fühle mich hier halt gut aufgehoben. Politik, völlig egal. Völlig wurscht. Ähnliches kann man bei der AfD auch an anderen Stellen beobachten. Und wenn man sich junge Wähler anguckt, habe ich den Eindruck, die Stimmungslage in der AfD, bei den AfD-Wählerinnen und Wählern hat zum großen Teil überhaupt nichts mit deren politischen Absichten zu tun. Es ist eine Stimmungslage, ich habe es in meiner neuen Kolumne mit dem Wort lemminghaft beschrieben. Die Menschen wissen, was für Partei das ist.
Sie wissen, das ist ja nun unverkennbar, auch seit den Korrektivveröffentlichungen ausreichend breit diskutiert, was hinter dieser Partei steht, wofür diese Partei steht. Das ist den Menschen zum großen Teil wurscht. Es ist eine Stimmungslage nach dem Motto, einfach haut drauf. Egal wie. Ich kann es selber noch nicht richtig beschreiben, aber es ist ja so eine Weltuntergangsstimmung, ist eine schwierige Vokabel dafür, aber ich glaube, so ein bisschen im Ansatz beschreibt es das. Und das ist eine Herausforderung eben dann, wenn wir fragen, wie können wir politisch mit dieser Entwicklung umgehen? Was die BSW angeht, nur gut, muss man sehen, wenig überraschend, dass aus dem Stand, wie gesagt, dieses landesweite Ergebnis bei Europawahl und bei den zwei Kreistagswahlen, bei denen sie eingetreten sind, die Direktmandate in Dillingen und na, Ottawa, danke. Ja, na, war eigentlich auch vorher absehbar. Was wirklich draus wird, ist, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen zu früh, das valide einschätzen zu können. Gut, noch ein Blick auf die Direktwahlen. Ein paar nette Überraschungen, die es gegeben hat auf beiden Seiten. Entscheidend wird aber dann, was jetzt in knapp 2 Wochen der Fall ist. Dort sind bekanntermaßen die Stichwahlen, mit denen man auch rechnen durfte. Alles wenig überraschend, auch wer die Stichwahlen erreicht hat, wenig überraschend, vielleicht noch Völklingen mit einer gewissen Ausnahme, dass eine Amtsinhaberin in die Stichwahl nicht mit einem Vorsprung geht, sondern mit einem deutlichen Rückstand sogar. Völklinger Verhältnisse, wer sich mit denen beschäftigt hat, ist allerdings dann auch wiederum nicht so sehr überrascht. Interessant wird logischerweise, was hier im Stadtverband sich tut, wobei ich denke, das ist weniger für Wählerinnen und Wähler spannend, die nach wie vor mit dem Regionalverband eigentlich wenig anfangen können. Aber immerhin sind 2 Drittel der saarländischen Wählerinnen und Wähler aufgerufen. Und da wird man schon mal ein bisschen was rauslesen können für die Gesamtstimmung, die sich zumindest hier im Ballungsraum dann entwickelt. Saarlouis, hochspannend. Saarlouis ist im Moment mein demokratischer Liebling bei diesen Wahlen. Da ist so ziemlich alles drin, was man sich wünschen kann in einer demokratischen Wahlauseinandersetzung. Es sind 2 Kandidaten, die absolut auf Augenhöhe agieren. Das sind für beide Kandidaten dieselben Themen, logischerweise. Es sind halt die Themen der Stadt. Manchmal ein bisschen schwer, dort die Nuancen in den Positionierungen rauszufinden. Also stark Persönlichkeitswahl mit Persönlichkeiten, die auf Augenhöhe miteinander umgehen, die im Übrigen auch einen Wahlkampfstil praktizieren, der ja im Gegensatz zu vielen anderen sehr angenehme Wahlkampfauseinandersetzung ist, eben eine demokratische, da ich sagen kann, ja. Saarlouis macht im Moment Spaß. Dann haben wir natürlich noch die Entscheidungen in Homburg mit den Homburger Kuriositäten überraschen lassen. Ja, vielleicht noch ein Stichwort: Wahlverhalten junger Menschen. Wahl ab 16 bei der Europawahl. Eigentlich wenig überraschend festzustellen, dass auch dort bei jungen Menschen so politische Einstellungen sich breit machen, naja, die sehr bedenklich stimmen müssen. Es ist aber nicht überraschend. Das hat sich auch schon über einen längeren Zeitraum in allen Untersuchungen ein bisschen abgezeichnet. Da kann man natürlich die Frage stellen, ist da noch ein bisschen, ich sag mal, pubertärer Protest dabei? Ich formuliere es mal so flapsig. Weil wenn ich daran denke, es gab andere Zeiten, da hat man aus Protest eben kommunistische Parteien gewählt, weil man wusste, das ärgert die Etablierten am allermeisten
ohne dass man unbedingt mit deren Positionen einverstanden war. Ob das Phänomen vergleichbar ist, ich glaube, auch da muss man noch ein bisschen tiefer in die Untersuchung gehen. Insgesamt vielleicht so eine abschließende Einschätzung. Was mir im Moment ein bisschen hilft, um die politische Landschaft und die gesellschaftliche Entwicklung zu betrachten, ein Buch, das ich eigentlich jedem auch weiterempfehlen kann, Triggerpunkte. Ein Buch, das intensive soziologische Studien über den Zustand der Gesellschaft mit zum Teil sehr überraschenden Erkenntnissen gebracht hat. Wenn man diese Erkenntnisse als Folie nimmt, erklärt sich vielleicht auch ein bisschen, was sich jetzt bei diesen Wahlen getan hat. Grundaussage dieser Untersuchungen ist, wir haben in vielen gesellschaftlichen Fragen in der Bundesrepublik immer noch einen sehr weitreichenden demokratischen Grundkonsens. Das gilt auch für die Migrationsfrage, das gilt auch für die Klimafrage, also die besonders heftig umstrittenen. Im Grundkonsens haben wir nach wie vor große gesellschaftliche Übereinstimmung. Der extreme Streit, deswegen Triggerpunkte, entzündet sich immer daran, wenn es darum geht, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen rum? Welche Lösungsansätze finden wir? Wie sind die Betroffenheiten und wie verteilen sich die Belastungen? Stichwort, gehen wir noch fair um in der Gesellschaft bei der Lösung der Probleme, vor denen wir anerkanntermaßen alle stehen? Und das ist dann letztendlich auch der Job für Politik, daraus die richtigen, sagen wir mal, Schlussfolgerungen auch aus dem Wahlergebnis zu finden. Ich finde es schwierig, wenn Politik darauf reagiert, zu sagen, der Tonfall der AfD soll Vorbild sein für politische Auseinandersetzungen, weil damit ist man dann offensichtlich erfolgreich und wir müssen alle auf TikTok unsere Videos präsentieren, weil das ist die Sprache der Jugend. Damit kriegen wir die beide Thesen, glaube ich, muss man außerordentlich kritisch betrachten. Es ist ein Stück Arbeit, aber nicht nur für Politik. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir stehen als Gesellschaft damit nochmal vor Herausforderungen und immer nur zu sagen, die Politik ist schuld oder die gerade Regierenden sind schuld. Wir machen es damit zu leicht und liefern damit Vorlagen für Wahlergebnisse, wie wir sie eben gesehen haben. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.